Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA RP. Ja, ich bin auf einem neuen Server, wie man sehen kann. Ich spiele auf Amatus 2.0. Endlich geht es wieder los, GTA RP. Und wie man oben, ich sag mal, unschwer erkennen kann, bin ich Mechaniker-Chef, ne? So, und jetzt würde ich sagen, reden wir nicht lange über den heißen Brei. Auf geht es. Übrigens, der Server ist neu. Heute ist offiziell Release. Heute am 12.06. ist der offizielle Release auf diesem Server, liebe Freunde. Das heißt, wir werden eine Menge Spaß zusammen haben. Wir werden viel erleben, es wird viel passieren, es wird viel geben, und ja, natürlich habe ich mir gedacht, der perfekte Startcharakter ist Klaus, einfach weil Klaus mein Main-Charakter ist und ich Klaus mega gerne spiele. So, jetzt sind wir gleich beim Meeting Point. Mal gucken, ob da irgendwas abgeht. Ob wir da irgendwie ein bisschen RP kriegen. Ich weiß es nicht. Aktuell am Anfang könnte es ein bisschen schwieriger werden, RP zu kriegen. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Irgendwie werden wir schon sozusagen unser RP bekommen. Ja, Meeting Point sah ein bisschen leer aus. Ich würde sagen, High Speed, ab geht es einmal zum PD. So, wie es aussieht, scheint hier wer zu sein, Freunde. Dann schauen wir mal nach. Einfach mal Hallo sagen, falls hier wer ist. Auf ganz entspannt. Hallo! Klaus! Wie bitte? Klaus? Klaus! Richtig. Waren Sie nicht mal immer der Betrunkene gewesen, der unten in den Zellen gepennt hat? Nein. Wer war es denn sonst? Ich habe früher immer Überfälle gemacht, bis ich in der Psychiatrie war und gelernt habe, anständig zu sein. Und wie lange sind Sie schon nicht dann? Bin ich schon. Sie haben ja gesagt, Sie haben ja... Ach nee, Sie haben ja viele Raubüberfälle gemacht, stimmt. Und richtig. Und haben Sie sich vielleicht bei den jeweiligen Besitzern entschuldigt? Haben Sie vielleicht ein bisschen ausgeholfen? Nee. Nicht so? Ich hab den aber ab und an Geld vorbeigebracht. Sie haben Ihnen Geld vorbeigebracht? Ja, natürlich. Okay. Dann frage ich jetzt mal ganz schnell. Was möchten Sie denn hier? Kann man Ihnen irgendwie vielleicht helfen? Herr Klaus. Ich wollte Hallo sagen. Sie wollten Hallo sagen? Ja. Okay, Ich bin jetzt der neue Tuner-Chef. Sind der neue Tuner-Chef? Also,
also zwei Chefs sozusagen, ja. Okay, das ist an sich ganz okay, dann bedanke ich mich für die Information, das kann ich auch gerne an meinen Kollegen weitergeben. Ja, richtig. Ich hoffe, wir kriegen einen Rabatt. Das muss ich mir noch stark überlegen bei Ihrer Frisur. Das stimmt, meine Frisur nicht. Ja, die ist ein bisschen inselmäßig. Inselmäßig? Ich habe die von einem sehr, sehr berühmten Friseur machen lassen. Echt? Ja. Was haben Sie dafür gezahlt? Ach, für diesen Haarschnitt, so 50 Dollar. Herr Rabe! Ja, das geht ja noch. Haben Sie nicht was vergessen? Ja, mein Kollege. Das ist richtig. Der 50 grad drin. 50 Dollar geht ja noch. Auf jeden Fall. Und wie Sie sehen, so sieht die Frisur nämlich auch aus. Das ist Ihre Meinung. Das können Sie gerne machen, aber Ihr Kleidungsstil ist auch sehr einprägend. Das ist auch sehr. Ja, richtig. Schön. Na. Schön. Schön. Warum ziehen Sie sich denn eigentlich eine Fallschirmhose an? Na, man weiß ja nie, was man alles in meinem Dienst so erlebt. Zum Beispiel, was haben Sie denn bis jetzt so Schlimmes erlebt? Na, noch gar nichts, aber angenommen, ich muss jetzt irgendwo ein Auto holen, das in der Luft stecken bleibt. Sie müssen ein Auto, was in der Luft stecken bleibt? Ja, und muss das in der Luft reparieren. Meinen Sie vielleicht mit einer Hebebühne oder sowas? Nee, jetzt stell dir vor, das Auto springt über so eine Rampe oder so, ne? Und fliegt dann richtig weit hoch und fliegt dann auf dem Flugzeug. Und dann bleibt das auf dem Flugzeug stecken. Ja. Dann bin ich perfekt ausgerüstet, um mit einem anderen Flugzeug hochzufliegen und dann mit dem anderen Flugzeug da quasi aufs Dach zu klettern, rüber zu springen, so richtig actionhaft, und das Auto zu reparieren und dann Vollgas runter mit dem Auto. Und deswegen die Fallschirmhose. Richtig. Das könnte mir auf jeden Fall für das restliche Leben weiterhelfen. Bitte? Das könnte mir auf jeden Fall weiterhelfen, diese Information. Ja, wenn mir auch. Wenn ich irgendwann auch was, wie Sie arbeiten werden als Mechaniker. Wenn dem auch sei, ich heutzutage weiß man ja nie, na. Das ist richtig. Sie können sich natürlich weiterhin hier bedienen, solange Sie nichts irgendwas anfassen, was Ihnen nicht gehört. Sie können sich natürlich auch zu trinken kaufen. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich gehe mal meine Mama besuchen. Machen Sie es mal. Hallo Mama, wie geht es dir? Ja, ganz gut, mein Junge. Das finde ich schön, Mama. Ich hole dich da irgendwann raus, versprochen. Nur nicht heute. Heute habe ich kein Geld. Aber irgendwann hole ich dich da raus, Mama. Ich verspreche dir das. Das ist gut, mein Junge. Ja, finde ich auch, Mama. Ich hole dich da raus. Ich hole dich da auf jeden Fall raus. So. Ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Weil es ist alles noch in der Anfangsphase, Freunde. Es ist alles noch in der Anfangsphase, da kann nicht alles immer rund laufen. Das sieht man zum Beispiel, wenn man jetzt hier auf der Karte mal guckt, ne? Es ist schon einiges hinzugekommen, aber
Wenn man jetzt guckt, hier Mechanikerwerkstatt ist noch ein bisschen komisch und die ist noch nicht da, wo sie sein soll, sage ich jetzt mal. Also kann ich aktuell noch keinen Mechanikerdienst machen. Deswegen ist es gut, dass ich erstmal entspannt mache, vielleicht ein bisschen Geld spare und schaue, wie das sich entwickelt. Hallo! Herr Polizei! Ja, bitte. Sie haben schöne Frisur. Danke sehr. Aber Herr Polizei. Ja, bitte. Da hinten, der Sprite-Automat, na? Ja. Da ist meine Mama drin. Ihre Mama drin. Richtig. Inwiefern? Ja, die habe ich da reingesteckt. Inwiefern? Sie wissen schon, dass da keine Person reinpasst. Doch, meine Mama schon. Kommen Sie mal kurz mit. Ja, das kommt mal, ja. Mama, guck mal, das sind ganz nette Polizei. Hallo, ihr Lieben. Sehen Sie den Getränkeautomat vom PD als seine eigene Mutter, oder? Herr Kollege, kommen Sie mal mit. Dürfte ich mal fragen, ist das denn Ihr Bruder? Da ist schon lange meine Mama drin. Ist das denn Ihr Bruder? Wie mein Bruder? Ja, dieser Kaffeeautomat, ist das Ihr Bruder? Nee, aber in den Sprite-Automat, da ist meine Mama drin. Das heißt, sie ist also diejenige, die immer, wenn ich eine Münze reinstecke, sie mir dann irgendwie das folgende Getränk dann gibt. Richtig. Das heißt also, sie ist in diesem Minusgrad-Ding eingesperrt und könnte eventuell, aber eventuell tot sein. Nee, sie lebt ja noch. Pass auf. Mama, gib ein Zeichen für den Officer. Ja, ich bin da. Sehen Sie? Aber Ihnen ist schon bewusst, dass das Minusgrad ist und wenn sie jetzt mal rein theoretisch nicht warm angezogen ist, was ich hoffe. Warum quatsche ich eigentlich mit Ihnen? Warum mache ich die Scheiße nicht eigentlich auf? Klemmt! Herr Rabe! Herr Rabe! Ja! Die ist da schon lange drin, habe ich da reingesteckt, weil ich die duplizieren wollte. Die Mutter von ihnen ist anscheinend da drin und ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, warum ich sie nicht aushöre. Das ist gerufen, Feuerwehr ist auf dem Weg, ich bin kurz hinten SMS lesen und dann bin ich auch. Machen Sie es. Oh mein Gott. Nein, haben Sie echt, hoffe, haben Sie sie kontaktiert? Wir holen sie hier raus. Ja, ich brauche Geld. Ich steck da immer Geld rein und hoffe, dass ich sie damit duplizierere, damit ich mehr Taschengeld bekomme. Können Sie mir wenigstens erklären, warum die Frau da drin sitzt? Ja, weil ich sie da reingesteckt habe, damit ich sie duplizieren kann, damit ich mehr Taschengeld bekomme. Damit sie mehr Taschengeld bekommen? Richtig. Und deshalb mussten Sie sie extra da einsperren. Sie haben ihr Name nochmal. Klaus! Klaus und weiter? Klaus! Weiter? Klaus Wayne! Klaus Wayne, haben Sie einen Ausweis, Herr Wayne? Ich glaub schon! Dann suchen Sie mal ganz scharf nach. Wenn Sie ja hier. Die haben ihr Portemonnaie, denke ich mal, ne? Und dann ist ja alles hier beiseite für sie. Haben Sie den? Ich bin gerade am Gucken. Also, wo der ist. Ich sehe ihn doch hier. Schnapp ich mir mal, okay? So. Okay. Wen haben wir denn da? Klaus Wayne. Okay, Herr Wayne. Ja.
Sie wollen mir da nicht ernsthaft sagen, dass Sie jetzt gerade in diesen folgenden Momenten, nachdem wir uns gerade für ein paar Minuten kennengelernt haben, ja? Freiheitsberaubung, sowie versuchter Mord, sowie Beschädigung von Eigentumsbeschädigung. Nee, ich habe ja eine Werkstatt zu leiten. Sie haben eine Werkstatt zu leiten. Das hat sich damit aber nicht damit zu tun. Sie packen ihre Mutter einfach in ein scheiß Getränkautomat. Ja. Okay, machen wir es anders. Moin Meister, ich hoffe, haben Sie eine Kettensäge dabei? Oder ein Brecher oder irgendwas? Kettensäge, Spreizer, Brechstange, ich hab alles dabei. Gut, hallo Herr Nudanz! Also ich kann Ihnen jetzt mal, ich glaube, Sie haben in diesen letzten Jahren, nachdem Sie Ihren Medic-Job gemacht haben, glaube ich, noch nie sowas gehört. Der Herr hat seine eigene Mutter da drin reingesteckt, um sie zu duplizieren, um mehr Taschengeld zu bekommen. Richtig. Und jetzt ist gerade die Sorge. Und jetzt ist gerade die Sorge, dass Sie das vielleicht mal schnell aufmachen sollten. Klaus? Hä? Willst du jetzt oder später eins ausbauen? Herr, warum denn? Du kennst mich. Und ich kenn dich. Und wer ist das? Du hast eine Affenbart. Ja, aber ich will eure Beziehung nicht zerstören, ja? Aber ich da drinnen war gerade eine Frau, die gerade verdammt auch mal hier im Sterben vielleicht liegt. Ich fahr mir mal gerade noch Essen holen. Mache das. Abfahrt! Richtig, Abfahrt, Herr Notarzt! Sie dürfen nach Hause fahren. Der muss aufgemacht werden. Welcher? Der Sprunk? Ja! Der klemmt! Herr Wayne? Ja, bitte? Auch wenn Ihnen das vielleicht nicht gefallen wird, ja? Ich muss aber für solche Maßnahmen erstmal. Ich muss bei solchen Maßnahmen erstmal vorgehen, ja? Hä? Und erklären Sie bitte eins. Wie kam Sie auf diese Idee, einfach mal von sich aus zu sagen, Ihre Mutter einzuschalten? Naja, ich hab das in anderen Staat, wo ich war, auch gemacht. Da hat das auch nicht geklappt mit den Duplizierern. Da habe ich gedacht, bevor hier alle in Dienst gehen, mache ich das noch schnell. Seien Sie froh. Der Dame geht's gut, sie ist befreit. Sie ist befreit. Also, machst du was nicht nochmal? Bring sie lieber ins Krankenhaus. Wollte ich auch mal gerade sagen, wie wär's, wenn wir das vielleicht mal machen? Weißt du, was das Miese ist? Ich bin allein und hab mein RTW noch nicht mal ausgeparkt. Dann holen Sie den. Dann passe ich so lange auf die Frau und versuche sie irgendwie aufzuwärmen. So, ich fahr mal im RTW holen. Du wärmst ganz bestimmt nicht meine Mutti auf, du Perverser. Was? Ja, ein bisschen aufwärmen auf die besondere Art, na? Nein, das will ich doch nicht. Ich hab meinen Job. Ist alles okay. Ich bin immer noch. Ist alles okay. Mir geht es gut, so. Klausi! Siehst du, meine Mama geht es gut. Die ist eisekalt. Also, Herr Carter, haben Sie zufällig Handschellen? Können Sie mal nachschauen? Hä? Haben Sie Handschellen? Ja. Können Sie mal nachschauen, ob Sie vielleicht auch aushändigen können? Ja, hier. Warum? Ja, gut, dann benutzen Sie mal wieder und fesseln mal den Herrn Wayne. Also, wir haben jetzt erstmal Freiheitsberaubung, Eigentumsbeschädigung sowie versuchter Mord. Sind Sie Officer oder ich? Wir beide. Ich bin Assistant Chief. Gut, ist ja klar für dich. Und ich bin Klaus. Aber ich kann's nicht! Ich kann's nicht! Hilfe! Ich hab ne Werkstatt zu leiten! Ja, das können Sie ja vielleicht später erklären. Wieso kann ich das denn nicht? Bei mir klappt das einfach nicht. Ja, Hallöchen. Können Sie mich mal bitte losmachen? Das kann gleich erstmal. Können wir gleich unten klären. Was haben wir jetzt schon wieder gemacht? Ignoriert es einfach. Scheiße, meine Dame. Meine Dame. Sie haben hiermit das Recht zu schweigen, alles was Sie sagen können, das wird vor Gericht gegen Sie verhandelt werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, dass Sie sich keinen lassen können, dass Sie sich keinen am Stapel finden, müssen sich selbst verteidigen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja! Noch irgendwelche gefährlichen oder illegalen oder spitzen Gegenstände dabei, an denen ich mich... Nee, natürlich nicht! Ich habe ja nicht mal was gemacht!
Okay, das klären wir gleich. Ich sollte sie festnehmen aufgrund einer Straftat. Und dann werden wir das gleich einmal prüfen. Herr Polizei! Ja, bitte. Ich erkläre Ihnen das kurz. Ich habe meine, meine Mama in Cola-Automat gesteckt, Also in diesen Automat da oben, damit ich sie duplizieren kann. Warum duplizieren? Damit ich mehr Taschengeld bekomme. Klären wir gleich, klären das kurz oben und dann komme ich auf Sie zu, ja? Ja, natürlich. Toll. Erster Tag und direkt entlast. Das kannst du doch keinem erzählen.